Soeben hat Apple iOS 18.1 für alle iPhones ab dem 10S und SE 2 veröffentlicht. Dieses Update bringt einige neue Funktionen, darunter auch Apple Intelligence, aufs iPhone. Welche das genau sind und wie ihr Apple Intelligence auch schon jetzt in Deutschland nutzen könnt, zeige ich euch in diesem Video. Und sollten dich übrigens Videos wie dieses zu neuen iOS-Versionen interessieren, dann ist mein Kanal genau der richtige für dich. Lass jetzt also gerne kostenlos ein Abo da, dann verpasst du in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Beginnen wir das Video zuallererst in der Kamera-App und hier haben wir nun ab dem iPhone 15 Pro und iPhone 16 sowie 16 Pro die Möglichkeit, räumliche Videos für die Apple Vision Pro aufzunehmen. Zuvor war das ebenfalls bereits möglich, allerdings mit einem extra Button. Nun haben wir hier sogar in der Kamera einen eigenen Bereich für räumliche Videos. Mit iOS 18.1 gibt es einige Neuerungen im Kontrollzentrum. Dazu öffnen wir dieses einmal und gehen zuallererst einmal hier unten zu den Verbindungen, denn hier gibt es nun optisch ein paar Neuerungen. Die Toggles sehen nun etwas anders aus. Vorher waren alle hier so in einem Querformat und jetzt haben wir hier wieder für WLAN, AirDrop, mobile Daten und Bluetooth eben Vierecke. Insgesamt sieht das Ganze jetzt meiner Meinung nach etwas besser aus. Wir können hier natürlich auch zum Beispiel unser WLAN wechseln, mobile Daten ein- und ausschalten, die Bluetooth-Geräte verbinden oder AirDrop hier einmal verändern und unten sehen wir dann auch noch persönlichen Hotspot, VPN und auch die SOS-Satellitenfunktion, also hier so ein paar optische Neuerungen. Was ebenfalls neu ist, ihr könnt jetzt die Toggles, wie zum Beispiel hier WLAN oder den Flugmodus, Bluetooth und mobile Daten, sowie weitere einzeln platzieren. Zuvor war das nämlich ein gebündeltes Toggle und jetzt haben wir die Möglichkeit, hier einmal kurz gedrückt zu halten, dann auf Steuerelement hinzufügen zu gehen. Und wenn wir jetzt hier mal etwas weiter nach unten scrollen zu den Verbindungen, dann sehen wir hier nun eben mehrere Optionen. Scroll noch etwas weiter nach unten, denn dann sehen wir hier bei Verbindung einmal natürlich das gebündelte Toggle mit den verschiedenen Optionen und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, zum Beispiel Flugmodus, mobile Daten, AirDrop, WLAN, persönlicher Hotspot, VPN, Satellit und Bluetooth einzeln hinzuzufügen, was natürlich sehr cool ist, weil hier war man eben an diese Anordnung gebunden und hier hat man jetzt die Möglichkeit, eben entsprechend nur noch die zu platzieren, die man benötigt und so natürlich schneller auf zum Beispiel mobile Daten oder Bluetooth zugreifen zu können. Und ebenfalls neu mit iOS 18.1 sind die Maßband-Toggles, nämlich hier einmal das Maßband und die Wasserwaage. Die sind beide hier neu dazugekommen und können nun schnell über das Kontrollzentrum aufgerufen werden. Und natürlich lassen sich auch die ganzen neuen Toggles in der Größe verändern. Das heißt, ihr habt hier auch die Möglichkeit, am Beispiel von AirDrop oder Satellit und eben auch vom Maßband und der Wasserwaage, dieses zum Beispiel hier über zwei Felder zu ziehen. Das geht natürlich trotzdem weiterhin. Falls ihr übrigens das Kontrollzentrum so verändert habt, dass es euch nicht mehr gefällt und ihr möchtet es zurücksetzen, dann geht das nun mit iOS 18.1 ebenfalls. Geht dazu einmal in die Einstellung bis zum Punkt Kontrollzentrum und nun gibt es hier einen neuen Button, nämlich Kontrollzentrum zurücksetzen. Hiermit wird die Anordnung im Kontrollzentrum eben auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und ihr könnt wieder von vorne beginnen. Also hier sehr praktisch, sollte man wirklich alles durcheinander geschoben haben und einem das Kontrollzentrum nicht mehr zusagen. Innerhalb der Rechner-App gibt es eine kleine optische Neuerung und zwar haben wir hier ja die Historie und die wurde zuvor links aufgerufen. Wenn wir jetzt aber hier das Ganze einmal antippen, dann sehen wir die Historie nun einmal unten als Fenster, welches sich öffnet. Also hier haben wir im Endeffekt nur eine kleine optische Neuerung. Apple hat das Ganze etwas verändert im Vergleich zu iOS 18.0. Eine Neuerung für das iPhone 16 und iPhone 16 Pro in der Kamerasteuerung bietet uns nun die Möglichkeit, hier ganz einfach die Kameras zu wechseln. Und zwar haben wir jetzt nicht mehr nur die Möglichkeit, hier zwischen den Kameras, zwischen Mehrfachzoom, Zweifach zum Beispiel, Fünffach oder eben Weitwinkel zu wählen, sondern wir können nun auch ganz einfach hier einmal wechseln und auf die Selfie- bzw. Frontkamera gehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Funktion, dass wir hier nun die Möglichkeit haben, schnell über die Kamerasteuerung zwischen den Kameras zu wechseln. Und wo wir gerade schon bei der Kamerasteuerung sind, da gibt es eine neue Einstellung und zwar innerhalb der Bedienungshilfen. Wir öffnen einmal die Einstellung-App, gehen hier zu den Bedienungshilfen und da finden wir nämlich unter anderem auch einmal die Kamerasteuerung. Und hier gibt es nun mit iOS 18.1 eine neue Funktion, nämlich hier streichen. Und das finde ich persönlich sehr praktisch, denn so muss man nicht mehr leicht drücken, um die Kamerasteuerung in der Kamera-App zu öffnen, sondern man kann nun auch einfach einmal streichen und daraufhin werden dann eben die Steuerelemente angezeigt. Das ist meiner Meinung nach etwas intuitiver. Und das Ganze sieht dann wie folgt aus. Zuvor musste ich immer drücken, um hier die Kamerasteuerung zu öffnen. Ich kann aber jetzt auch einfach hier einmal drüber wischen und dann erscheint diese Steuerung ebenfalls. Und irgendwie finde ich das zumindest besser umgesetzt.
Eine optische Neuerung, die mit iOS 18.1 kommt, betrifft die Mitteilungen. Und zwar seht ihr schon, dass hier gruppierte Mitteilungen nochmal mit so einem zusätzlichen Badge angezeigt werden, wie viele Mitteilungen sich denn hier überhaupt drin befinden, nämlich in diesem Beispiel 4, dann 8, 5 oder 57. Und ich persönlich finde das sehr schön, dass wir hier nun nicht mehr nur die Gruppierung haben, sondern nochmal so eine zusätzliche Erinnerung, wie viele Mitteilungen das denn mittlerweile sind. Innerhalb der Telefon-App gibt es eine optische Anpassung, wenn wir zwischen verschiedenen SIM-Karten wechseln wollen, zum Beispiel einer physischen SIM und einer eSIM, nämlich hier oben links, können wir nun einfach rauftippen und dann seht ihr auch schon, wir können hier die Primärrufnummer verwenden oder eben in meinem Fall die eSIM mobile Daten. Und so könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr ein Geschäftshandy habt, wo aber auch eure private Nummer hinterlegt ist, ganz einfach zwischen diesen verschiedenen Nummern wechseln. Innerhalb der Apple-Account-Einstellungen habt ihr nun die Möglichkeit, ganz einfach eure primäre E-Mail-Adresse zu verändern und auch neue hinzuzufügen. Geht dazu einfach in den Einstellungen oben auf euren Apple-Account und dann hier einmal auf Anmeldung und Sicherheit und daraufhin wählt einmal eine E-Mail-Adresse aus. Und im Anschluss seht ihr dann auch schon, dass man hier ganz einfach die primäre E-Mail-Adresse auswählen kann. Man kann hier entsprechend dann zwischen verschiedenen E-Mail-Adressen wechseln, man kann auch welche entfernen oder auch neue E-Mail-Adressen hinzufügen und diese dann als primäre E-Mail verwenden, zum Beispiel eben um sie als Haupt-Apple-ID, Haupt-Apple-Account E-Mail zu nutzen, E-Mails von Apple zu empfangen und so weiter. Also hier jetzt wirklich sehr einfach die primäre E-Mail-Adresse zu wechseln. Eine weitere Neuerung, die die Telefon-App betrifft, aber leider noch nicht in Deutschland und auch gar nicht auf Deutsch verfügbar ist, ist Call Recording und anschließend die Transkription in der Notizen-App. Das heißt, ihr könnt Telefonate ganz einfach aufzeichnen und auch direkt in Text umwandeln lassen. Leider ist diese Funktion aber, wie gesagt, auf Deutsch und in Deutschland noch nicht verfügbar, kommt aber hoffentlich bald auch zu uns. Ebenfalls neu mit dem Update auf iOS 18.1 sind die angekündigten Hörtest- und Hörgerätefunktionen für die AirPods Pro der zweiten Generation. Dazu habe ich bereits ein ganzes Video hochgeladen, könnt ihr euch gerne einmal anschauen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wie aber bereits erwähnt, kommt mit iOS 18.1 auch Apple Intelligence auf das iPhone 15 Pro, 16, 16 Pro und neuer. Allerdings erst einmal nur auf Englisch und in den USA. Es gibt aber einen Workaround, wie ihr Apple Intelligence auch schon jetzt innerhalb von Deutschland und allgemein in der EU nutzen könnt. Und wie das genau geht, zeige ich euch jetzt. Als allererstes müsst ihr euer iPhone auf Englisch stellen und die Region auf die USA. Geht dazu einmal in den Einstellungen auf Allgemein und dann hier auf Sprache und Region. Und hier müsst ihr dann einmal Englisch als iPhone Hauptsprache hinterlegen und bei der Region einmal von Deutschland, Frankreich etc. auf die USA wechseln. Außerdem müsst ihr noch die Sprache von Siri auf Englisch ändern, geht dazu auf Apple Intelligence und Siri und dann hier einmal auf die Sprache und ändert diese von Deutsch einmal auf Englisch, United States, damit am Ende Apple Intelligence auch bei uns funktioniert. Im Anschluss benötigt ihr dann leider noch eine US-amerikanische Apple ID. Wie ihr diese erstellt, habe ich bereits in einem Video gezeigt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Hier könnt ihr dann nämlich einmal auf euren Apple-Account gehen und dann hier bei Subscriptions bzw. Media und Käufe müsst ihr einmal die E-Mail-Adresse bzw. die Apple-ID austauschen gegen eure Apple-ID aus der USA, damit Apple Intelligence aktiviert werden kann. Ganz wichtig, wenn ihr die hier austauscht, funktionieren zum Beispiel eure Abos wie Apple Music, Apple TV Plus und so weiter nicht mehr, weil ihr natürlich hier jetzt eine andere Apple-ID hinterlegt habt. Daraufhin könnt ihr einmal euer iPhone neu starten und dann geht unter Apple Intelligence und Siri und dann habt ihr hier die Möglichkeit, der Warteliste beizutreten. Wenn das hier noch nicht verfügbar ist oder weiterhin gesagt wird, dass euer Gerät hier in der Region Apple Intelligence nicht unterstützt, dann wartet ein paar Minuten. Das kann durchaus mal 5, 10, 15 Minuten dauern. Daraufhin könnt ihr der Warteliste beitreten und im Anschluss Apple Intelligence dann hier aktivieren. Und daraufhin dauert es nochmal so 10 Minuten, denn es müssen einige Daten heruntergeladen werden, insgesamt 2 bis 3 GB etwa, je nachdem, wie schnell eure Internetleitung ist, kann das hier schon etwas dauern, bis alle Apple Intelligence Daten heruntergeladen wurden. Und damit würde ich sagen, schauen wir uns jetzt ein paar Apple Intelligence Features mit iOS 18.1 an. Und zwar zuallererst das neue Siri User Interface. Ich halte hier den Side-Button gedrückt und ihr seht, das neue Siri sieht wirklich richtig cool aus. Finde ich sehr, sehr cool. Leider wirklich nur mit Apple Intelligence verfügbar, was dann doch sehr schade ist. Aber grundsätzlich sieht das auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ist wirklich ein sehr modernes Design. Wenn ihr übrigens zweimal unten unter das Dock tippt, dann erscheint hier auch die Tastatur und ihr könnt ganz einfach mit Siri schreiben. Das ist ebenfalls möglich und auch eine sehr coole Funktion. Gab es auch schon vorher mit vorherigen Versionen, aber hier jetzt eben auch in dem neuen Siri-Look.
Eine weitere neue Apple Intelligence Funktion sind die Writing Tools. Die können wir zum Beispiel in den Notizen hier über dieses kleine Icon aktivieren und daraufhin können wir zum Beispiel den Text noch einmal umschreiben, freundlicher, professioneller, und wir können ihn hier auch zusammenfassen in Keypoints, also in Stichpunkten, einmal auflisten und so weiter. Also da gibt es einige Funktionen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal einen Text auswähle und ich sage, der soll jetzt etwas professioneller geschrieben werden, dann kann ich da einfach rauftippen und ihr seht auch schon, das Ganze wurde hier einmal umgeschrieben. Jetzt natürlich wirklich sehr simpel, aber ihr könnt damit auch längere, komplexere Texte umschreiben, aber leider aktuell auch nur auf Englisch. Apple Intelligence kommt aber auch in vielen unterschiedlichen einzelnen Apps vor, darunter zum Beispiel auch innerhalb von Apple Mail. Da werden euch dann Zusammenfassungen von Nachrichten und E-Mails angeboten und auch zum Beispiel smarte Antworten, sprich direkt Antworten, die von Apple vorgefertigt wurden, auf E-Mails, was natürlich ebenfalls sehr praktisch ist. Diese Zusammenfassungen sind wirklich richtig praktisch, denn so müsst ihr keine längeren E-Mails mehr lesen, sondern bekommt eben die wichtigsten Informationen in wenigen Sätzen zusammengefasst. Auch das leider aktuell nur auf Englisch, aber hier sieht man es ganz gut. Das ist hier eben eine E-Mail, die mir ein paar Informationen bietet und ich bekomme hier oben dann direkt einmal eine kurze Zusammenfassung mit den wichtigsten Facts. Und ebenfalls mit iOS 18.1 und Apple Intelligence kommt das Cleanup Tool. Mit diesem könnt ihr ganz einfach Bereiche aus Fotos entfernen über die künstliche Intelligenz. Und da könnt ihr ganz einfach jetzt an diesem Beispiel hier einmal über bestimmte Bereiche einmal drüber wischen und dann seht ihr auch schon, dass diese eben verschwinden und der Hintergrund entsprechend intelligent angepasst wird. Zum Beispiel hier einmal die Maulwurfshügel entfernen und das funktioniert wirklich ziemlich gut. Ist eine sehr coole Funktion, die halt leider auch nur mit Apple Intelligence verfügbar ist, aber uns hier einige Möglichkeiten bietet, relativ einfache Bilder zu bearbeiten. Daher wirklich eine sehr coole neue Funktion. Und als kleine Zusatzfunktion können wir mit Cleanup auch ganz einfach Gesichter verpixeln. Dazu einfach hier ein Gesicht einmal markieren und dann seht ihr auch schon, dass dieses direkt verpixelt wird. Auch das ist auf jeden Fall eine ganz praktische Funktion. Natürlich soll Apple Intelligence zukünftig noch viele weitere Features bekommen, unter anderem auch Genmoji oder die Möglichkeit, Bilder zu generieren. Allerdings erst wohl mit iOS 18.2, iOS 18.3 und iOS 18.4 und irgendwann 2025 wird Apple Intelligence dann auch auf Deutsch übersetzt und hoffentlich dann auch innerhalb der Europäischen Union verfügbar sein. Wie ihr seht, bietet iOS 18.1 wirklich einige Neuerungen, darunter natürlich Apple Intelligence, aber auch viele Neuerungen und Änderungen, die nicht zwingend Apple Intelligence erfordern. Daher auf jeden Fall ein sehr cooles Update, gerade wenn man ein etwas neueres iPhone hat. Und damit wären wir dann auch schon am Ende dieses Videos zu allen wichtigen Neuerungen in iOS 18.1 angekommen. Und ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat und dass ich euch hier einen ganz guten Überblick geben konnte. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch weitere Neuerungen gefunden habt, dann schreibt sie mir in die Kommentare und vergesst nicht, meinen Kanal für weitere ähnliche Videos kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.